Ja, meine Damen und Herren, liebe Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher, ich darf Sie heute zu einer weiteren Ausgabe unseres Bürgermeister-Podcasts begrüßen. Heute bin ich nicht allein, sondern mit mir zusammen ist Frau Dr. Urze, unsere Klimaschutzmanagerin, die seit August 21 bei uns an Bord ist. Bevor wir in den Dialog gehen, vielleicht noch zwei, drei Informationen vorneweg. Wir in Dietzenbach sind wirklich gut unterwegs und wir haben so eine gewisse Vorreiterrolle. Ja, wir sind eine dieser 13 Kommunen, die die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen mitprägen werden. Unser Partner ist der hessische Partner Engagement Global, mit dem wir zusammenarbeiten. Dietzenbach ist auch Pilotkommune, das wissen Sie, bei der Smart City Infrastruktur. Da geht es um Straßenbeleuchtung. Zusammen mit Fulda wurden Gesamthessen nur zwei Städte ausgewählt und wir, Dietzenbach, sind mit dabei. Gestern haben wir einen Film gedreht mit der Landesenergieagentur. Da ging es darum, hessenweit Best-Practice-Beispiele zu finden für öffentliche Gebäude, die nachhaltig unterwegs sind, die ökologisch den neuesten Standard vermitteln. Und da waren wir in der Kita 2 in der Brunnenstraße und haben uns mit diesem Gebäude beschäftigt und mit der PV-Anlage und all den Dingen, die wir dort realisieren im Hinblick auf ökologische Bauweise. Ja, Frau Dr. Urze, jetzt zu Ihnen. Sie sind ja von der TU Darmstadt, also aus der Wissenschaft, zu uns gekommen. Was hat Sie denn bewogen, nach Dietzenbach zu kommen und als Klimaschutzmanagerin bei uns tätig zu sein? Ja, erstmal grundsätzlich natürlich erstmal überhaupt das Thema Klimaschutz anzupacken, dass das einfach wichtig ist, dass es eine zentrale Herausforderung ist, die für die nächsten Jahrzehnte für unser aller Leben prägend sein wird. Und was Dietzenbach einfach besonders macht, tatsächlich das, was Sie ja jetzt auch schon angedeutet haben, dass es hier wirklich eine Stadt ist, in der es auch jahrelang vorher, viele von den genannten Projekten sind ja langjährige Projekte, langjährig entwickelte, wo das Thema hier wirklich ganz breit in der Verwaltung schon verankert ist, in der Stadt insgesamt, in der Stadt eine große Offenheit besteht, in der Verwaltung, in der Politik und in der Stadt insgesamt für das Thema Klimaschutz. Und da die Möglichkeit zu sagen, da zu gucken, was ist vorhanden, was können wir gemeinsam weiterentwickeln, wie kann man das vorantreiben und wie können wir es wirklich schaffen, diese Stadt, die sich schon so weit auf den Weg gemacht hat, noch gemeinsam dazu zu bringen, dass sie Richtung Klimaschutz noch aktiver wird, was für unser aller Leben für die nächsten Jahre eben sehr, sehr, sehr wichtig sein wird. Ja, also da sind wir für die Zukunft ausgerichtet. Jetzt erfahre ich oft in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass diese Begriffe Klimaschutz einerseits und Klimaanpassung, dass das nicht so klar deutlich ist. Können Sie uns das nochmal verdeutlichen? Was bedeutet Klimaschutz? Genau. Also eigentlich ist es klar, die Begriffe gehen, die kann man leicht durcheinander werfen. Das verstehe ich auch immer. Man muss das ja auch nicht so genau auseinanderhalten. Wir freuen uns immer, wenn wir zu allen Themen Klimaschutz gefragt werden. Aber kann sich es eigentlich ganz leicht merken, Klimaschutz. Wir wollen versuchen, möglichst viel dafür zu tun, dass der Klimawandel nicht stärker wird. Alles, was darum geht, wirklich zu schützen, alles, was wir vorbeugen. Klimaanpassung. Wir wissen, der Klimawandel findet ja jetzt schon statt. Und dann geht es sich da darum, eben sich darauf vorzubereiten, für diese Veränderungen, dass wir für diese Veränderungen geschützt sind, dass wir uns darauf vorbereiten, was dann kommen wird, weil egal wie viel wir tun, wir wissen jetzt schon, es wird sich nicht aufhalten lassen und darauf müssen wir uns vorbereiten und das packen wir eben parallel an. Können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Beispiel nennen? Wie kann jemand im Hinblick auf den persönlichen CO2-Abdruck für den Klimaschutz etwas tun und seinen CO2-Verbrauch im Jahr reduzieren? Oder ein Beispiel, wo man gut Klimaschutz und Klimaanpassung auch vielleicht zusammenbringen kann, ist das Thema tatsächlich, wenn wir an unsere Hausdächer denken. Wenn man auf ein Hausdach eine Photovoltaikanlage packt, dann tut man etwas für den Klimaschutz. Dann erzeugt man erneuerbaren Strom, erneuerbare Energie, macht man durch die Photovoltaik. Wenn man unter diese Photovoltaikanlage noch ein Gründach macht,
Dann tut man was für die Klimaanpassung. Dann bereitet man sich darauf vor, dass, wenn es eben stark regnen wird, dass dieses Wasser da auch aufgefangen wird, dass es auch vielleicht abgeleitet wird in eine Zisterne, dass man es für die Trockenphasen zur Verfügung hat. Also so kann jeder Einzelne etwas sowohl für Klimaschutz als auch für Klimaanpassung machen. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Wohnungsbau. Wir haben ja unser Dietzenbacher Kapitol auch mit einer PV-Anlage und einem Gründach ausgestattet. So im Alltag, gibt es noch einen Alltagstipp, wo Sie sagen, jawohl, Klimaschutz kannst du das machen, Klimaanpassung kannst du das machen? Das Einfachste für den Klimaschutz ist auf jeden Fall überlegen, wie lege ich meinen nächsten Weg zurück, wenn ich mein morgendliches Brötchen beim Bäcker am Wochenende hole, tue ich vielleicht sogar sportlich was für mich, indem ich mich selber bewege, muss es das Auto immer sein, da einfach mal gucken, wie steige ich da um? Welche Möglichkeiten gibt es da? Im Alltag, dann vielleicht bei der Klimaanpassung, was für viele Menschen auch Alltag ist, ist die Freude an der Gartenarbeit. Die Gartenarbeit zu sagen, ich mache nicht den Steingarten, sondern ich genieße es wirklich. Ich freue mich darüber, dass ich mir mein Gartenbeet anlege. Und selbst wenn ich vielleicht eher zu den Menschen gehöre, die im Garten eher gerne die Füße hochlegen, dann auch das kann es einfach die etwas wildere Ecke sein, wo man den Insekten die Möglichkeit bietet, sich zu entfalten und auf ganz einfache Art und Weise etwas für die Klimaanpassung tun kann. Ja, meine Damen und Herren, da gibt es ganz, ganz vieles. Und wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, was jeder von uns machen kann, dann hat Frau Otze und ihr Team eine ganze Reihe von Veranstaltungen über diesen Sommer geplant. Können Sie uns vielleicht so 2, 3 Events nennen, wo Sie die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, teilzunehmen? Also was wir zum Beispiel, also wir sind vielleicht 2 Arten. Wir werden zum einen, werden wir ganz viel in der Stadt unterwegs sein. Wir werden an verschiedenen Stellen in der Stadt unterwegs sein mit Infoständen, wo wir über das Thema Photovoltaik informieren werden, wo es Möglichkeit gibt, sich darüber zu informieren, wie kann ich denn tatsächlich vielleicht Solarenergie auf meinem eigenen Dach erzeugen. Auch das Thema Balkonsolaranlagen werden wir dabei auch aufgreifen. Was gibt es da für einfache Möglichkeiten für mich als Bürgerin, für mich als Bürger? Und darüber hinaus werden wir auch größere Veranstaltungen hier bei uns im Kapitol oder auch im Rathaus haben, zum Beispiel auch vielleicht gerade daran, ich habe mich darüber informiert, was ich machen könnte, dann werden wir zum Beispiel die Landesenergieagentur auch zu Gast haben, die berichten wird, ja, und wie komme ich jetzt an die Fördermittel dran? Es ist ja nicht alles immer ganz, ganz günstig, aber da gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten und da werden wir hervorragende Beratung dafür bekommen. Was kann ich denn mir da abholen? Ja, also da ist ganz viel möglich. Das erste Datum können wir nennen, 3.6. am Europaplatz, 11 Uhr geht's los. Und dann sind wir beim Fest ohne Grenzen mit einem Stand dabei. Das ist dann am 4.6., der Sonntag drauf. Und dann gucken Sie bei uns einfach auf die Homepage. Dort finden Sie die Veranstaltungen. Ja, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und wir sind vor Pfingsten. Ja, ein schönes Pfingstwochenende wünschen wir Ihnen.